Sollen die Dicken die Hell Knights sein? Aus dem dritten Teil. Wenn ja, dann hätten die sich sehr verändert. Ich meine, die Attacke wäre noch die gleiche so ziemlich. Aber das Optische hätte sich ein wenig... naja. Umgeändert. Eine Stelle habe ich anscheinend übersehen. Hier hinter. Ne, da war ich schon. Weil es noch ausgegraut war in der Karte. Ich finde die Karte echt praktisch. Und ich muss dann... Da ist noch eine Stelle, die ich noch nicht anscheinend betouched habe. Warum nicht? Hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier drauf gedrückt hätte. Auf diese Stelle an der Wand. Aber anscheinend nicht. Zumindest nicht so, dass das Spiel das auch akzeptiert hätte. Ja, aber ich muss sagen, im Moment geht's echt. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist es durchaus angenehm, sag ich mal. Amplification, also es scheint mir echt so ein Restlichtverstärker zu sein für die Optik. Ist ja auch ganz praktisch. Ah. Ja, hi. Na, ihr? Na, ihr Kinder? Nur der eine stört mich da. Können sich da mal gegenseitig hauen? So, keine Lust. So viele Munition dafür. Kann man ja auch mal benutzen. Falls ich zu sparsam bin, ne? Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Ich meine, es passiert ganz gerne mal, dass ich da ein wenig... auch guck mal, hier kann man durch. Dass ich da ein wenig sparsam bin. Kennt man ja aus Tomb Raider. Ich habe immer den Eindruck, den einen Moment mache ich es falsch, ne? Indem ich zu verschwenderisch bin. Den anderen Moment mache ich es falsch, weil ich dann wieder zu sparsam bin. Also so ein gesundes Mittelmaß kann man, glaube ich, erst finden, wenn man die Spiele mehr oder weniger gut kennt. Dass man weiß, aha, da findet man noch so und so viel von dem Zeugs. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wenn man das erste Mal spielt. Da ist ein Ausgang. Nee, das ist die blaue Schlüssel. Ich habe keinen blauen Schlüssel. Kann man nicht gelb und rot hier zusammen einschmelzen oder eintauschen gegen den blauen vielleicht? Oder gibt es hier hinten noch einen? So, das geht echt gut. Also von dicht dran. Aha, blau. Brauchen die echt nur zwei Schüsschen. So ganz kleine Knuffelschüsschen. Und das olle Moped hier, das Kettenmoped, das habe ich ja schon. Ah, okay. Da habe ich keine Muni für. Hier, komm. Speichern, man weiß nie. Also ich weiß nie. Ach, hier muss man jetzt nacheinander... Das ist ja albern. Na, das ist ja auch mal albern hier. Hätte man die blaue zuerst finden sollen oder reinpacken? 100% Kills. 100% Items. 100% Secrets, yay. Aber die Zeit natürlich deutlich höher als... Wobei, 6 Minuten ist die Paarzeit. Ne, nicht zu verwechseln. Paarzeit, nicht Paarungszeit. 17 Minuten haben wir geschafft, okay. Halls of the Damned. Finished. Spawning. Wetz? Rein mit uns. Haben wir jetzt quasi das letzte Level schon mal vorgezogen gehabt? Dadurch, dass wir einen Abschnitt hier in Bereich 9 gewesen sind. Ich meine, hier sind ja wieder felsige Wände. Das sah ja aus wie in dem letzten Bereich. Ich muss sagen, es sieht sehr lustig aus. Das sieht halt... Es sind sehr schön aufgemalte Texturen. Einfach so richtig grob. Ja, Steine an den Wände. Egal, ob das realistisch ist oder nicht, ob die da so halten würden. Hauptsache steinig. Okay, hier können wir durch. Da brauche ich eine blaue Karte für. Blucky. Voll reingelaufen. Aua, voll daneben. Und ein Schüsschen noch. Ja, kaputt. Wahrscheinlich darf ich das Spiel jetzt nie wieder auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad spielen. Zumindest nicht auf deutlich niedriger.
Weil ich dann einfach so durchrennen würde hier. Oder mich ständig wundern würde, dass man nur so wenig Munition braucht. So. Man muss bestimmt nicht alle Gegner immer hier beseitigen. Aber ich sag mal, solange wir hier noch gut dabei sind, funktioniert das ja. Guten Tag. Ah, ist er weg. Was verschwindet der da ständig? Kann der bitte mal sterben hier, der Kollege? Aha, vielen Dank. Raubt er uns die ganze Munition? Ich meine... Oh, umgedrehtes Kreuz. Ich meine, so richtig... Naja, herausfordernd... war immer am Anfang. Was ist das dunkel hier wieder? Hier hätte ich gerne wieder ein Restlichtverstärker. Rauchverstärker. Fopp. Und noch weiter. Fopp. Oder kann man das Licht anschalten hier? Nee. Ah, guck mal. Tja, Kettensäge habe ich jetzt schon. Ist aber interessant, wie oft an die hinterhergeworfen wird, sag ich mal. Ne? Wie oft es die hier zu finden gibt. Ich glaube, das Spiel war ein bisschen stolz darauf, dass man mit der Kettensäge herumeiern kann. Behaupte ich einfach mal. Was ist das denn hier? Oh! Ach, hübsch! Das sind ja wirkliche Spezialeffekte hier. Das ist ja der Knaller. Ist das jetzt hier unsere Nacht... Das ist einfach hier umgedreht. Ist allerdings für den Bereich, wo denn hier es dunkel ist, auch sehr angenehm, weil dann ist das Dunkle halt hell. Also einmal schwarz-weiß hier und dann umgedreht. So, ist er alle weg. Radiation. Keine Ahnung, was es mit den Teilen noch auf sich hat. Ob die noch irgendeine so eine... Da ist ein Exit. Ob das irgendeine Aktion ist von wegen, solange wir dich hier oder solange das Ding dich sieht, ist irgendeine besondere Sache hier aktiviert oder auch nicht. Dass man quasi beobachtet wird. Okay, da hinten geht's durch. Ich muss sagen, die Level sind echt nett. Jetzt nicht nach heutigen Standards, dass man sagt, hier einfach ein Schlauch-Level, sondern einfach auch mal ein bisschen mehr Abwechslung hier. Ziemlich coole Sache. So, kann er dann mal hier bleiben? Nicht mehr wieder zurückkommen? Es ist halt, ich sag mal, vom Zeitgeist her passt das Level-Design hier super dazu. So wie es halt damals eben auch war. Auch bei anderen Spielen. Muss kein Shooter sein, das können auch einfach Plattformer oder irgendwas in der Art sein, irgendwelche anderen Sachen. Warum ist da... Ist der Boden da giftig? Was? Red Key. Hab ich nicht. Ich bin tot. Wer kann denn damit rechnen, dass in einem komplett roten Raum hier plötzlich man den Red Key braucht? Tja. Gut. Sammeln wir das alles ein. Muss ich da denn jetzt hin? Ist das meine einzige Option gerade? Hallo, Kavims. Ah, da ist noch der andere. Nein. Der hätte mich sowas von hauen können gerade. Waren eben auch so viele? Ja, ne? Ist da noch einer? Nee. Wieder mal hier die Vision tipptopp ausgenutzt. Man hätte es nicht anders machen können. Nämlich genau, komplett sinnlos. Tja, hier brauchen wir den roten Schlüssel. Ich kann trotzdem den Weg schon mal freiräumen hier. Dann habe ich nachher ein wenig weniger zu machen. Es wäre lustig, wenn die Raketen durch die Portale fliegen könnten. Okay, durch den roten angedeuteten Bereich hier kann ich mir denken, aha, hier brauche ich die rote Tür. Sehr gut. Kann ich mir das zumindest merken. Tja. War ich... Da war ich schon, genau. Hätte ich wahrscheinlich einfach zurückgehen können und dann mittels der Sicht, mittels der umgekehrten Sicht, mir die Gegend da anschauen können. Aber ich meine, ich habe ja auch sowas gesehen. Das ging schon. Blue Key habe ich immer noch nicht. Ich habe überhaupt keine Keys. Ich kann einfach auf die andere Seite hier latschen.
Was? Da ist noch einer? Was sind das denn für Halunken? Wo kamen die denn her? Waren die gerade auf dem Pott oder wo kommen die jetzt plötzlich her? Ich weiß immer nicht so ganz genau, wann eine Tür eigentlich oder wann eine Stelle eigentlich zu hoch ist, um da rauf zu kommen. Anscheinend gerade war es nicht so hoch, obwohl es sehr hoch aussah. Habe ich immer so den Eindruck. Und ich finde es sehr cool, wie trotz der einfachen Mittel hier die Räume doch sehr unterschiedlich aussehen können. Und dass hier trotzdem der Grundgedanke einer technischen Einrichtung hier gegeben ist. Dass man trotzdem erkennen kann, aha, ja, hier, da wurde mal irgendwie was gemacht, was auch immer. Aber es gibt bestimmt irgendwas, was mal passiert ist. Ah, eine Tür. Nee, keine Tür. Eine Falle. Eieiei. Was ist das denn jetzt? Ich möchte hier gerne raus. Ja, dass nicht alle auf einem Haufen da sind. Das war ja nur die falsche. Wobei, warte mal. Ja. Hier werden wir's. Aua. Ja, siehst du. Bisschen Flächenschaden hier. Zwar auf die eigenen Kosten auch. Aber immerhin, es hat geholfen. Es war eigentlich ganz so schmerzhaft. Wir haben überlebt. Hätte man bestimmt auch mit null Schaden irgendwie selber hier machen können. Aber es waren auch mal viele. Eine Rakete. Ein bisschen. Wieder diese Sicht schon wieder. Aha, 100% Leben. Immerhin, die noch 100% bleibt. Bulles. Tja. 339 Schuss habe ich mit der Plasma hier. Ich musste, glaube ich, nicht ganz so sparsam mehr mit sein, oder? Heißt nicht, dass ich jetzt alles damit beseitigen muss. Sowas da unten zum Beispiel nicht, das Rumgekröse da. Warum habe ich gerade die Wand abgeschossen, glaube ich? Aber der Kerl zum Beispiel, der darf damit gerne weg. Weil der leicht nervig ist. So, das reicht. 100 Schuss gerade einfach verballert, einfach mal so. Und hier hängen Leute an einer nicht vorhandenen Decke, die schwimmen einfach, oder was ist das? Hier gibt es bestimmt noch hunderte Secrets, die ich einfach mal nicht gefunden habe jetzt hier. Okay. Und da ist die Karte. Eieiei, was ist das denn da noch? Guck euch das mal an da. Die ganzen grauen Bereich hier. Also mal herzlichst übertrieben. Ist ein bisschen viel. Also ein bisschen sehr viel. Kann ich hier raus? Nein. Ich kann nur runter. Ich meine, die sind an der Kette aufgehangen, ne? Aber da ist nix. Nix Kettiges. Vielleicht Catwoman oder so. Die hält die einfach mal fest. Ah, blaue. Blucky. Aha. Das ist albern, oder? So, zwei kleine Popelgegner hier. Oder drei, meinetwegen. Dass sie da überhaupt noch mit diesen Leuten hier ankommen wollen. Ich bin ein bisschen, naja, enttäuscht, dachte ich, meine ich. Was habe ich jetzt bekommen? Wieder, oh, 300 wieder Shells hier, Plasma-Geschichten. Alles ja mal übertrieben. Habt auch geschrieben, dass die Gewehre oder die Waffen teilweise die gleiche Munition benutzen. Haben wir schon festgestellt bei der Gatling Gun und bei der normalen Handfeuerpistole. Da war das so. Und auch, dass hier die Plasma-Pistole und die BFG, dass die gleiche Munition benutzen. Finde ich sehr nett. Weil da kann man sich ein bisschen aussuchen, welche man lieber nehmen möchte. Oder sagen wir mal, die Munition, sonst hat man irgendwann von einer Waffe die Munition sowas von voll, weil man die halt nie wieder benutzt. Und von der anderen, da knapst man dann da rum, weil man da gar nichts mehr von hat. So. Blue Key, genau. Blue Key. Wo ist denn der Blue Key?
Sind hier noch neue? Nein. Genau, auf der anderen Seite hier war Bluki. Da ist Bluki. Ich speichere mal spontan. Fupp. Da war mit zu rechnen, dass die Gegner sind. Wer hätte es gedacht, aber direkt halt hinter der Tür. Nix. Okay. Ist. Man kommt zu beiden Seiten hin, zu einem besonderen Ort. So. Ja, was ist jetzt besonders halt zu, dass man hier weiterkommt? Ach, Yellow Key, okay. Okay, okay. Soll ich da einfach runterspringen? Kann man hier wieder hochlaufen dann? Ich behaupte einfach mal schon. Weil die kommen auch gerade nicht hoch. Die kommen echt gerade nicht hoch. Ich kann einfach mal runterspringen, hier geht es ja sonst nicht weiter. Vielleicht, na, ich denke mal, da wird man dann wieder auf dem anderen Weg, den wir da hätten gehen können, werden wir dann wieder zurückgesetzt hier oder zurückgestellt. Kommen wir dann wieder zurück? Ist hier noch was? Ich höre nur Grunzgeräusche ziemlich ständig. Hallo.